Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Jutke Desi. Und auch heute haben wir fantastische Fälle für Sie vorbereitet. Und wir fangen auch gleich wieder, wie es nun mal ist, in diesem Monat mit einem Banger für Sie an. Und der Banger findet definitiv wo statt? Richtig, auf Spielberg. Und warum? Weil da ungefähr 8000 Liter energetische Getränke in die Körper reingelaufen sind, bei fantastischen 40 Grad. Und diese Kombination, oh no, das ist keine gute Idee. Aber schauen wir mal, was hier keine gute Idee war. Okay. Auf den ersten Blick erstmal sah das nach einem Entsorger aus. Also wenn man das Lenkverhalten anguckt, sieht das aus, als wenn es nach links geht. Da müssen wir kurz mal auf die Lenkung gucken. Der Ferrari fährt geradeaus, meine Damen und Herren. Da bewegt sich gar nichts. Also ich habe auch, hätte vielleicht auch am Anfang mit losgeschrien und gesagt so, wir gehen da rein in die Geschichte, dass das vielleicht intentional ist an der Stelle oder dass der Ferrari selbst schuld ist, aber dann würden wir ja dem Hintermann recht geben, dass der mit Vollgas einfach rausbeschleunigen kann und nicht auf seinen Vordermann achten muss. Da brauchen wir ehrlich gesagt auch fast keine Draufsicht mehr sehen, weil die Lenkeingaben sind das Wichtige. Weil nämlich Folgendes hierbei entsteht, hier kommt ein Trugschluss durch die Linie und wir anhand dieser Linie, weil die gebogen ist, nicht einschätzen können, was der Ferrari da gemacht hat. Wenn wir den Ferrari aber auf sein Lenkverhalten achten, was wir hier sehr gut sehen können, dann stellt man sehr schnell fest, dass der nach dem Rausbeschleunigen korrigiert und dann geradeaus fährt, weil hier bewegt sich gerade gar nichts. Der fährt geradeaus. Also der hat sich seine Linie ausgesucht und der Porsche fährt einfach stur geradeaus, ohne dass sich an den Vordermann anzupassen. Und der Ferrari ist einfach noch vorne. So. Und deswegen gibt's more causing a collision. That is causing a collision und das macht eine Pause. Das war in Runde 2. Das heißt, das ist 0,6 gibt's da auf dem Deckel. Und ab geht's. Und rein in den nächsten Fall. Was haben wir denn hier noch für Sie? Wir haben jetzt noch 3 Banger für Sie. 3 Aparatskis. Oh, no. Italia, meine Damen und Herren, Italia. Oh, no. Ich hoffe, Sie haben Ihre Sonnenbrillen am Start, meine Damen und Herren, weil es könnte jetzt eventuell auch für Sie dort draußen in der Jury ein bisschen hell werden, weil die Sonne ballert nämlich. Oh, wow, die Sonne ballert. Es ist fantastisches Wetter. Also es ist wirklich ein Bild seinesgleichen. Sehr weit, man sieht die ganze Natur und wir kommen zu einer fantastischen Kurve. Die wahrscheinlich schönste Kurve, die es gibt. Also ich sag mal so, wenn beim zweiten Mal Vollgas gegeben werden, hätte ich gesagt, das ist intentional. Dadurch, dass aber noch gelupft wurde und nicht voll durchgezogen wurde beim zweiten Mal und ich weiß, das werden jetzt einige Menschen anders sehen und zwar nämlich genau das hier und der einfach noch weiter laufen lässt und danach erst wieder nachbeschleunigt, würde ich da nicht in volle Pulle intentional reingehen. Also es ist sehr motiviert, da müssen wir nicht drüber reden. Und das ist auch eine sehr berechtigte Strafe. Aber ich würde sagen, hier gibt es nicht, ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt hier intentional. Also, dass wir uns da mal verstehen. Aber tun Sie mir einen Gefallen da draußen, fahren Sie bitte nicht so motiviert, okay? Bitte nicht ganz so motiviert. Machen Sie mal ruhig.
Und wenn man das jetzt ganz positiv auslegen möchte, kann man ihn auch noch zugutehalten, dass er versucht hat, ihn wieder gerade zu stellen. Das ist natürlich causing a collision. Und ich sage es Ihnen da draußen, meine Damen und Herren, auch diesen Text möchte ich Ihnen nicht vorlesen. Sie müssen sich vorstellen, Sie sehen das da, okay, Sie werden angeklagt wegen diesem Fall und das, was dort passiert ist, und Sie besitzen die Dreistigkeit, das auch noch abzustreiten, dass Sie nichts gemacht haben. Lassen Sie das mal kurz sacken. Weil bei LFM ist es so, man kann den Report annehmen und sagen, jo, war mein Fehler, habe ich so gemacht. Oder man kann einfach sagen, nee, habe ich nicht gemacht. Und dann schreibt man noch einen frechen Text dazu. Lassen Sie das mal kurz sacken, nach dem Vorfall. Also es spielt wirklich keine Rolle, was davor zwischen den beiden passiert ist, ne? Spielt keine Rolle. Wild. Sehr wild. Schon ein bisschen auch traurig wild. So, wir gehen rein in den nächsten Fall, meine Damen und Herren. In der Jury, wir haben nochmal ein... Oh, wir haben für Sie nochmal was energetisch Geladenes, meine Damen und Herren. Wir haben nochmal was energetisch Geladenes für Sie. Auch wieder eine fantastische Strecke an einer fantastischen Kurve. Aber es ist dieses Mal ein anderer Zeitpunkt. Es ist ein anderer Zeitpunkt. Wir wünschen uns ja sehr häufig, dass es in Turn 1 ist. Wir haben ja schon Turn 1 Fankurve mittlerweile in Runde 1. Aber dieses Mal ist es schon ein bisschen fortgeschrittener. Wir sind schon in Runde 11. Ja, also da habe ich die Lücke auch gesehen. Gerade. Also ist mir auch aufgefallen, dass man da hätte durch können. Nee, doch. Ich finde das immer noch so schön. Ich meine, ne? Wir wissen alle, der Porsche kann nichts ändern. Okay? Also der kann wirklich nichts machen, außer weiterfahren. Ich finde das trotzdem immer schön, dass danach einfach wie nix, einfach Full Commitment. Und man sieht einfach, okay, scheiße, ich habe Mist gebaut, ist egal. Und wir zischen einfach ab. Ich glaube nicht, dass er sich verbremst hat. Da würde ich nicht mitgehen. Pass mal auf. Also, achte mal darauf. Lupfen, Gas, Bremse. Also ich sag mal so, wenn du dich verbremst hast, sieht das drastischer beim Ausweichen aus. Und das war schon so, das sah schon so gezielt aus, ich komme in die Lücke rein. Aber wir haben uns alle schon mal verschätzt. Komme, was wolle, ist alles uns schon mal passiert. Kann man jetzt hier großes Ding machen, großes Fass aufmachen. Aber auch hier, und das ist ja das Fantastische an der ganzen Sache, man denkt immer, man hat alles schon gesehen. Und man hat alles schon mal in seinem Leben gemacht. Aber es wird auch später, wenn Sie tausende von Stunden fahren, wird irgendwann eine Situation kommen, die haben Sie noch nicht gehabt und können die dann doch nicht richtig einschätzen. Und deswegen haben wir ja genau dieses Format für Sie da draußen. Damit Sie solche Situationen immer schon mal sehen und eventuell wissen, ich habe das schon mal irgendwo in meinem Hinterkopf, habe ich davon schon mal gehört. Ich lasse das mal lieber. Ich warte mal noch. Ich warte mal noch und mache das nach der Kurve. Man muss ja auch immer dazu sagen, weil das einige Menschen in der Zukunft, die das später hier sehen, immer denken, dass ich das alles gutheiße hier, was hier auf dem Bildschirm passiert, nur weil ich nicht Tilt bin und die Leute in mehr oder weniger durch den Kakao ziehe für ihre Dummheit, die sie da tätigen. Nee, ich habe dafür einfach Verständnis, dass das passieren kann, weil mir solche Sachen heute noch passieren und auch dir wahrscheinlich heute noch passieren. Und deswegen urteile ich nicht darüber, sondern versuche gemeinsam mit dir da draußen was aus diesen Fällen zu lernen. Weil am Ende sind die Fälle immer doof, weil dann ist kein gutes Rennen entstanden. Und für einen ist meistens das Rennen vorbei. Jetzt haben wir nochmal einen Banger. Oh, haben wir jetzt eine Rakete? Haben wir, oh, meine Damen und Herren, wir haben nochmal für Sie eine Rakete. Und jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Und schnell. Lieblingskurve. Doppelcut-Kurve nennt man das auch. Bis hierhin alles fantastisch, ne? Beide schön Platz gelassen, Acht gegeben. Alles super. Alles geil. Hier super Racing. Sehr schön. Ja, Pustekuchen. Auch nichts passiert. Der andere hat schön aufgepasst.
So, jetzt fragt man sich so langsam, na, was kommt denn jetzt hier? Ah. Okay. Aha. Ja. Was denn jetzt? So, und jetzt? Wir müssen das jetzt mal ein bisschen abkürzen, okay? Ich übersetze das mal kurz für Sie. Okay? Dieser nette Herr hier hat einen Überholmanöver. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er das hier meint. Das fand er nicht so schön. Also er selber nicht. Und hat den anderen geschnitten. Okay? Und dadurch, dass er ihn geschnitten hat, ist ihm aufgefallen, vielleicht war das nicht so cool. Und hier auf der Geraden hat er sich dazu entschlossen, den anderen wieder vorbeizulassen, liftet, bleibt aber auf der Ideallinie, fährt einmal nach links, dann nochmal nach rechts, jetzt wieder nach links, im Liften, um den anderen durchzulassen, auf der Geraden. Um den dann zu reporten, weil der hinten reingefahren ist. Auf der Geraden, womit kein Mensch rechnen kann. Niemand kann damit rechnen, dass der sein Tempo verringert. Also, wie soll der damit rechnen? Das geht gar nicht. So, der will natürlich in den Windschatten. Der andere verlangsamt. Steht schon fast auf der Bremse. Was willst du da machen? Also wirklich, du kannst hier demjenigen keinen Vorwurf machen. Weil das ist so irrationales Verhalten, dass du da gar nicht drauf reagieren kannst. Darauf kannst du nicht reagieren. Und genau aus diesem Grund solltet ihr das nicht tun. Wenn ihr das in ACC macht, dann setzt einen Blinker und fahrt so weit, wie es geht, rüber. Dass er das zumindest in irgendeiner Form versteht, was ihr da machen wollt. Weil das hat keinen Sinn ergeben. Und das dann noch zu reporten, ist, naja, schon ein bisschen, das ist schon etwas frech. Und aus diesem Grund gibt's da NFA. Das ist Avoidable Contact und hat No Further Action. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir mit allen Folgen für diesen Monat durch von Jutke Dizzy. Und ich hoffe, Sie konnten zumindest ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was lernen und haben sich vielleicht das ein oder andere abgeguckt. Das würde ich fantastisch finden. Und jetzt würde ich Sie gerne verlassen, Ihnen einen wunderschönen Tag wünschen. Ich freue mich auf die Gespräche in den Kommentaren. Bitte denken Sie daran, bleiben Sie sachlich und sprechen Sie ruhig von der Seele, aber nicht auf Mountainbike gehen. Alrighty? Jetzt könnt ihr nochmal hier aus der Vergangenheit in die Zukunft grüßen und andersrum. Sie kennen das ja. Sie können ja quasi mit sich selbst Gespräche führen über die Videos. Und bis dann. Ciao, Kakao.